Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich mache heute mal ein ganz ungewohntes Format. Ich werde nämlich euch eine Woche mitnehmen, wie es bei mir so ausschaut gerade. Wie schaut das Training aus, die Ernährung, wie schaut es wettkampftechnisch aus. Und wie man sieht, ich bin jetzt nicht in Graz, okay, das kann man nicht erkennen. Aber bin gerade in Tirol unterwegs und nehme euch da ein bisschen mit, zeige euch alles. Yes. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. Ich bin gerade fürs Benchen aufgewärmt. Ich schaue gerade, dass ich heute und morgen noch eine Einheit unterkriege, bevor ich dann wirklich nach Tirol fahre. Weil bis zur Staatsmeisterschaft sind es jetzt, glaube ich, nur noch 8 Wochen. Nein, nicht einmal. Keine Ahnung, sowas mit dem Dreh. Und da möchte ich natürlich jetzt kein Training ausfallen lassen. Es gibt da zwar im Hotel wieder ein Gym, aber ich glaube, das kennt jeder im Hotel Gyms. Ivo ist schwierig, ich weiß nicht, ob es so Langhantel dort gibt meistens. Vielleicht mal ein bisschen Assistance, wenn es mir bockt, aber ja, meine Training wieder zu unterkriegen. Das heißt, jetzt definitiv da noch trainieren, morgen noch trainieren und Ende der Woche kann ich wieder in Innsbruck trainieren. Das ist immer super cool dort, die sind Gott sei Dank so lässig. Und dann geht es jetzt easy aus. Ich habe schon ein bisschen Angst vor der Start. Das ist, ich muss dazu sagen, meine erste Staatsmeisterschaft. Und ja, ich wollte eigentlich immer hinfahren. Für mich war das immer klar, dass ich immer hinfahren möchte. Habe mir auch schon mal irgendwann das Limit geholt bei der Landesmeisterschaft. Und dann mich für die Staatsmeisterschaft angemeldet. Und dann war es super stressig und der Kopf hat nicht mitgemacht. Und ich habe wieder super Schlafprobleme damals gehabt. Und dementsprechend habe ich dann abgesagt, hätte nichts gebracht. Das ganze Training ist zu der Zeit natürlich wieder geschissen gelaufen, wenn Schlaf halt nicht passt. Aber aktuell geht es mir so gut wie noch nie und ich schätze, das wird gut. Und jetzt habe ich Bench am Plan, also Bench Singles und Squats und Assistant und Incline Bench oder sowas. Ja, schon. Aber jetzt geht's Bench. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine. Wer hat gerade Patchby aufgestellt? Ah, ich bin happy. Also nach 67 5x5 Bench, was ein PR für mich ist. Ich freue mich übertrieben. Ich kann schon mal reden. Aber ist gleich abgedanced, die Bench-Arbeitssätze fertig gemacht. Und jetzt geht's ans Squatten. Bin schon am Aufwärmen. Und es ist eh schon ziemlich spät jetzt. Ich werde jetzt schon was ein bisschen anzahlen, dass hier das alles easy ausgeht. Und dann gehe ich schon packen. Ich muss einiges einpacken. Vor allem das Problem an der Geschichte ist, ihr müsst natürlich das ganze Trainingszeug mitnehmen. Und logischerweise halt auch das normale Zeug und Laptop wollte ich eigentlich auch mitnehmen und also solche Sachen. Ich fahre morgen dann mit dem Zug, wie ich es mit dem Packen mache, weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde glaube ich eigene Tasche für Trainingszeug machen und eigene Tasche für normales Zeug und einen Rucksack mit dem Laptop und so rein tue. Und dann sollte es hinhauen. Wie ich es zum Zug bringe, weiß ich noch nicht. Aber wir kriegen das hin. Jetzt wird man gebeugt. Step 1. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. Think real hard about what you wanna be. Step 4. Fuck everybody, just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Ich habe probiert zu packen, ist alles ein bisschen tricky, vor allem wenn ich halt mit Taschen reisen möchte und nicht mit Koffer. Und morgen glaube ich einiges noch dazukommt. Also was natürlich relevant ist, hier ist mal große von meinem Quant drinnen. Ja, Zahnbürste, Cappy, blablabla. Ist halt tricky, wenn man auf die Alm fahrt. Ich gehe auch E-Biken, jetzt habe ich natürlich so Regenjacke und so mit. Ja. Aber das sollte jetzt alles an Quant eigentlich drin sein. Also von Unterwäsche über Shirts, über Trainingshosen. Also ich habe fast nur Trainingshosen mit, weil ja, sonst explodiert das alles.
Trainingsshirts. Es ist dann doch nicht so wenig da, wie ich gedacht habe. Dementsprechend war viel Klamotten, aber viel. Dafür ist eine Jacke, oder sie was drin ist. Ja, wird schon hinhaben. Gott sei Dank sind meine Wanderschuhe schon mit meinem Freund. Also die sind schon in Innsbruck, also im Auto schon mitgenommen. Das heißt, da bin ich relativ quantmäßig safe. Weiter geht's, Trainingstasche. Ich habe dann noch ein Handtuch drin. Aber da ist natürlich so nicht viel drinnen. Also es ist jetzt eigentlich nur Trainingsschuhe, meine, also Trainings, Squatschuhe, Knee-Sleeves und ein Gym-Sackerl, falls ich mal in den Gym gehe. Ein Handtuch und das war's eigentlich. Ja, und ich möchte eigentlich die GoPro mitnehmen, wenn ich schon E-Biken gehe, dass ich dann noch coole Aufnahmen machen kann und das mit dem für den Rucksack zum Rauftun. Ja, genau, Rucksack kommt auch noch mit, aber da ist ja eigentlich nur für die Reise morgen. Das heißt, da wird Laptop, Handy und so drin sein, weil ich werde morgen am Laptop wahrscheinlich arbeiten und Handy und so, weil ich ein bisschen was lernen möchte. Ein Buch ist auch drinnen. Kann ich euch morgens uns vielleicht zeigen, so werde ich zum Lesen kommen. Ich wollte zwar auch mehr Bücher mitnehmen, aber das wird alles ein bisschen eng. Genau, also von dem her, es ist ja schon einiges gepackt. Es wird jetzt nur tricky werden, weil Scheiße, Toilettsachen, Haarsachen, also Haarsachen im Sinne von Haarshampoo und Pflege und so ein Zeug. Scheiße, ich darf leise schalten. Die Musik bei mir. So, bin jetzt schon. Es ist Dienstag, bin schon im Training, es ist jetzt fast 9:30 Uhr schon. Bin leider ein bisschen verspannt, weil irgendwie komisch geschlafen, irgendwie auf so einem Bolz, irgendwie in der Nacht und in der Decke geholt, weil es so heiß war. Bin dann aber irgendwie halber auf der zweiten Decke rumgeschlafen und bin jetzt ziemlich verspannt im Nacken. Aber jetzt aber ausgerollt, tut eh gescheit weh heute auch. Jetzt geht's aber besser und jetzt stehen Deadlifts mal an. Und dann, ich weiß noch gar nicht, ich glaube, ich habe sogar Gabriels Blitzkurs am Plan. Ich muss nur schauen, dass ich jetzt da irgendwie noch alles schnell fertig kriege, dass ich dann mit dem Packen noch fertig werde und mit dem Essen machen. Habe jetzt auch nur schnell gesnackt in der Früh. Und ja, schon mal das Training runterkriegen und dann geht's auf den Zug. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So so, hätte man nie gedacht. Ich habe dort alles in drei Taschen und da ist sogar noch echt viel Platz drin. Also Tasche, zwei Taschen, ein Rucksack. Da ist halt ein großes Trainingszeug drin, da ist eigentlich nur Quant drin und halt ein bisschen so Restsachen, Toilettsachen, bla bla bla. Super, in 1,5 Stunden geht der Zug. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen früher zum Bahnhof schauen. Ich habe jetzt noch schnell Haare gewaschen und ein bisschen aufgeräumt und so, das halt. Nachher, wenn ich heimkomme, nicht so stressig ist und alles erledigt ist, so Geschirrspüler, bla bla. Scheiße ist, das regnet draußen gerade voll, hat gerade angefangen. Ich habe sogar die Regenjacke mit, aber die ist da irgendwo drinnen. Mal schauen, was ich mache, aber jetzt geht's dann bald los zum Bahnhof. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wir fahren jetzt los, gell? Nach, wo fahren wir hin? Nach Sams. Nach Sams. Living life every day. Late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. So, ich bin ready für Wellness, hätte ich gesagt. Badeanzug an. So, man checkt meinen Wellnessbereich aus, wie das läuft. Delzima ist super cool. Mein Gegend ist ein Hammer.
Morgen ist schon E-Bike reserviert und am Nachmittag ein Massagetermin, zumindest eine Teilmassage, weil Ganzkörper halte jetzt nicht unbedingt aus, weil ich kitzelig bei den Füßen bin und sieht auch immer das Wadel aus mir sind, was sehr weh so. Und jetzt da dann Wellness. So, ich bin fertig fürs E-Bike fahren, habe alles schon eingepackt, ich bin jetzt mega gespannt. Ach, mein Freund ist da gerade am Motorradsachen zusammenrichten. Ich hoffe, ich habe genug zum Trinken mit. Keine Ahnung. Aber ich hoffe, ich bin jetzt nicht so lange unterwegs. Bin gespannt. Erste Nacht war super. Geschlafen haben wir super. Abendessen war extrem gut, aber extrem viel. Also war richtig angegessen. Wobei ich sagen muss, das mit dem Essen ist ein bisschen tricky da, weil wir haben halt Frühstücksbuffet, was halt echt viel ist. Und ich gestern habe geschaut, ob es nicht zu viel ist, weil ich möchte jetzt aktuell nicht also zu schwer werden oder so ein Problem im Gewicht kriegen. Und dann ist aber erst wieder am Nachmittag, so ab 15 Uhr oder was, ja, so wie Nachmittagsjause. Das heißt, ich war davor schon super hungrig. Und dann gehst du zu den Nachmittagsjause und dann hast du halt noch riesen Abendessen. Das ist alles ein bisschen, vom Timing her finde ich es jetzt nicht so cool optimal. Ich meine, es ist ja Dreiviertelpension. Aber im Grunde, ich meine, mehr brauchst, ne? Ich bin überlegen, ob ich irgendwie das ein bisschen anders takte oder anders mache. Diese Nachmittagsjause passt mir nicht. Das passt mir zeitlich überhaupt nicht. Habe aber sonst so Eiweißriegel und so mit, dass ich sage, okay, ich snack zwischen zumindest einen Eiweißriegel und gebe dann halt bei der Nachmittagsjause, esse ich halt eher nur einen ganz kleinen Snack und dann halt am Abend wieder eben dieses große Abendessen. Muss ich mir anschauen. Vor allem, ich bin nicht der Typ, der in der Früh super viel essen kann. Und so Unmengen am Buffet runterkriegt. Also natürlich probierst du jetzt mehr Essen oder so. Man hat da nicht zu viel, aber dass du ein bisschen mehr isst wie sonst, dass du halt gut über den Tag kommst. Aber ja, ich bin gespannt, wie das Gewicht tut. Aber nachdem ich sowieso ein bisschen Spazi habe, was meine Gewichtsklasse betrifft, und dann eh noch ein paar Wochen Zeit sind, wird das alles kein Thema werden, hoffentlich. Hoffentlich. Voll übertrieben. Jeden Tag 5 Kilo Eis gegessen. Ups. Also na, normalerweise. Also ich bin ein Mensch, der sich mit Diäten grundsätzlich sehr leicht tut, wenn er will, sagen wir so. Und wenn ich ein bisschen genauer aufs Essen schaue, bin ich relativ schnell, meistens so 2-3 Kilo gleich einmal los. Deshalb bin ich da jetzt recht optimistisch und wie schon gesagt, ich habe mir die Woche schon öfter gewogen, also Anfang der Woche, da habe ich natürlich keine Waage und war dann immer so, ja, ich habe dann echt gut Spazi noch in dieser Gewichtsklasse, von dem her sollte es eh alles kein Stress werden, ja, und vor dem Wettkampf finde ich es meistens sowieso ein bisschen leichter, dann man passt ja dann noch mehr auf alles auf, das Training ist ja anders und man ist ja dann sowieso meistens ein bisschen leichter, also von dem her, ja, übertreiben wollen wir es trotzdem nicht. Ich bin schon fertig mit Einpacken und dann geht's gleich los. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Hi Leute, wir sind gestern wieder gut in Innsbruck angekommen. Ich war dann Mittag gleich im Training, habe da jetzt nicht viel mitgefilmt, weil auch ein bisschen was los war im Gym und das war ein bisschen blöd dann. Ich werde aber Sonntag nochmal trainieren, dann nehme ich euch auf alle Fälle mit. Und sonst war es gestern eigentlich relativ langweilig bei mir, weil es dann am Nachmittag sowieso auch geregnet hat und ich dann auch nicht mehr wirklich was gemacht habe, außer gegessen und chill. Das war jetzt nicht so spannend. Aber heute schaut das Wetter ein bisschen besser aus. Das heißt, heute werde ich ein bisschen was unternehmen, ein bisschen mir die Stadt einmal anschauen. Jetzt war ich schon öfter da, aber habe eigentlich noch nicht wirklich viel gesehen. Das werde ich heute mal angehen.
jetzt wollen wir einen Kaffee irgendwo. Ich habe da eigentlich keinen Kaffee gerade. Genau. Und ich möchte so einen Scooter ausprobieren, mit sowas herumfahren. Das gibt es in Graz, das ist nicht so üblich. Ich verzweifle da aber mit dieser Handy-App, weil im Grunde die Handy-App habe ich runterladen können, ich habe alles eingeben können. Nur bei den Zahlungsdaten komme ich immer wieder zur Bestätigung und dann steht, dass es bestätigt ist. Und dann muss es aber wieder neu bestätigen. Das heißt, ich bin gerade in einer Endlosschleife und kann irgendwie die Zahlungs-, also ich wollte es mit PayPal eigentlich machen, kann das nicht hinterlegen. Ich kann das mit Kreditkarte oder so probieren. Sonst geht's leider nicht, dass ich mit diesen coolen Scootern fahre. Notfallfamilie-Öffis ist ja nicht viel zum Fahren. Genau. Geh jetzt mal einen Kaffee trinken. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do it. Also wie man sieht, ich habe da schon meine Sachen großteils gepackt. Ich werde jetzt nur noch ins Gym gehen, die letzte Einheit unterbringen. Dann werde ich einfach noch daheim schnell duschen, Plan ausfüllen, Plan meinem Coach schicken, hoffentlich. Klappt das. Jetzt haben wir so ein bisschen technische Schwierigkeiten leider. Ich habe keine Ahnung warum, weil Laptop und kein Excel. Genau, und dann bin ich eigentlich, sind wir eigentlich schon dahin. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Ausschnitte aus meinem heutigen Training. Und ja, das war's dann von meiner Seite. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf alle Fälle ein Like, ein Abo da, folgt mir auf Instagram, weil da bin ich, Gott sei Dank, bin ich ein bisschen aktiv als auf YouTube, weil YouTube-Videos doch sehr viel Zeit kosten. Und dann wird es demnächst wieder mit ein paar informativen Videos weitergehen. Jetzt auf ins Training! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.